Boah, also der Typ eben war echt nervig da, wo wir vorher waren. Aber wir haben eine geile Powerrüstung. Und ich will nicht zum Railroad HQ, sondern ich will da lang. Tut mir leid, ich. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen lese, kriege ich diesen Ohrwurm. Ich muss nur aufpassen, sonst kriege ich. So schön wie ich singe, kriege ich bestimmt direkt einen Copyright-Claim. Nein. Okay, der war flach. Der war sehr flach. Ich kann. Wer? Willst du sterben? Blöde. Was? Da vorne ist er? Dawns macht wieder irgendwelchen Unfug, das merke ich doch. Wo sind denn die Ghule hin? Oh, die haben. Da oben hat sich gerade was bewegt. Oder war ich das? Was machst du denn noch hier? Hier kann ich den nicht irgendwie. Datensammlung abgeschlossen. Bereit zur Rückkehr. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Da oben ist tatsächlich jemand. Und ich habe gerade keine Ahnung, welche Richtung ich. Also, wir müssen genau in die andere Richtung. Die sieht geil aus. Die sieht echt geil aus. Oh, also ich glaube, den Paladin schicke ich wieder zurück. Der brüllt mir zu viel hier rum. Hallo Supermutanten. Bedrohung ausgeschaltet? Sind wir hier bei Battlefield oder was? Du hast doch eh keine Ahnung von gar nichts. Und Mann. Entschuldigung. Ich bin schon wieder so. Ich bin schon wieder in so einer aggressiven Laune heute. Ich weiß nicht wieso. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Ihr merkt das sicherlich schon seit ein paar Folgen. Ich weiß aber auch nicht mal warum. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß, ich bin. So, hier rüber, glaube ich. Ich bin mir momentan nicht mal sicher, warum ich heute überhaupt so aggressiv bin. Ich meine, das Spiel ist so schön. Mir macht es Spaß. Mir macht es tatsächlich Spaß. Aber manchmal, ja, ich glaube, das ist halt einfach, manchmal hat es halt so Momente, ne? Da geht es mit einem durch, da ist alles. Also, diesen Typen mit dem Lautsprecher, in der Folge, ich vermute, das wird in der Folge vorher gewesen sein, den fand ich echt nervig. Man konnte das auch nicht abschalten oder so. So. Hier irgendwo. Ich müsste übrigens mal die Farben vom Interface ändern. Kann ich euch irgendwie helfen oder stürzt ihr gleich? Stürzen die gerade ab? Ist das gerade? Oder ist das gerade nur die Sonne? Moment, wo? Wo geht der? Ach so, hier ist der Brief. Ah. So, triff dich mit dem alten Stockton. Okay, also rumdrehen. Oh, der hat geraucht, der Meyer Lurk. Das ist aber nicht gesund, mein lieber Meyer Lurk. Das ist nicht gesund. Das solltest du besser lassen. Entschuldige. Ich habe heute echt so eine komische Laune. Ich hätte nicht aufnehmen. Ach, eigentlich schon. Mir macht's Spaß. Ja, und ich wollte auch wieder Fallout spielen. Ich hoffe, ihr könnt mir das aber trotzdem verzeihen, diese komische. So, hier rein. Ich wünschte mir gerade so eine Minimap. Und wer ist denn das da? Wir gucken mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die böse ist. Wir lassen die Waffe mal gezogen. Das da oben erinnert mich gerade irgendwie an so eine Statue von Stalin. Was? Ich sagte Karawane oder Raider. Zu wem gehörst du? Ich bin
bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Was? Wo sind wir denn hier? An einem Markt? Diese Befestigung ein ausgezeichneter Rückzugsort. Was? Okay, die sind... Ich muss die... Dich kenne ich noch nicht. Wenn du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Heute nicht. Also gut. Okay, also einen Arzt braucht man nicht momentan. Ist das eine Karawane? Ich hab... Das sieht aus wie eine Siedlung, aber was muss ich denn... Ist das... Kann ich die irgendwie selber... Also kann ich die... Hey, du, Scheiß. Bring meinen trotteligen Sohn mal zur Vernunft. Zur Railroad zu gehen, bringt nur Ärger. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, mein Herr. Wie komme ich denn jetzt da hin? Muss ich da durchs Klo hochklettern oder sowas? Wenn du weiter so einen Stuss laberst, schicke ich dich nach Sanctuary. So, jetzt habe ich sie gegeben. Ach, der alte Stockton. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Gehen wir mal davon aus. Natürlich. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Ah, ja. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Mhm. Wir reden hier von Synths, oder? Ja, ich rede von Synths. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... den reibungslosen Ablauf einer Lieferung garantieren? Kein Problem. Wir sollen nachts liefern. Wir treffen uns also nach Sonnenuntergang, sobald du die unerwünschten Elemente beseitigt hast. Okay, sichere den Treffpunkt. Ein perfekter Ort für ein Biwak. Ja, mach du mal hier deinen Biwak. Ich glaube, ich bin einfach freundlich zu den Menschen, die hier leben. Hast du viel zu tragen? Ich kaufe und verkaufe alles, was das Herz begehrt. Hast du Arbeit, die sich auszahlt? Ja, ich hab was. Ist aber kein einfacher Job. Die Karawanenleute erzählen gerne Lügengeschichten. Aber eine habe ich so oft gehört, dass da was dran sein muss. Anscheinend führt die nördliche Straße direkt durch ein altes Militärtrainingsgelände, wo sich eine Horde wilder Ghule befindet. Und das ist nicht gut für meine Bilanz. Wenn du dich darum kümmerst, springen vielleicht ein paar Kronkorken für dich raus. Ich mach das aber nicht für Almosen. Das kann ich langsam nicht mehr hören. Sind wilde Ghule wirklich so schlimm? Ja. 175 Kronkorken. Ich hab das Gefühl, du brauchst mich mehr, als ich dich brauche. Alle kommen nach Hause. Ah, verdammt. Es wäre zu schön gewesen. Es wäre auch zu einfach gewesen. Nimm es oder lass es. Ja, ich nehme das. Ich hab das Trainingsgelände der Nationalgarde schon gesäubert. Ich fass es nicht. Hier, für dich. Geil. Wir müssen nicht mal was machen. Wir kriegen Kohle fürs Nichtstun. Jawohl. Kann ich hier eigentlich... Nee, ich glaube, hier kann ich noch nichts machen. Es ist ja auch noch alles rot. Die reden ja noch nicht mit uns. Also sollte ich mich hier auch am besten... Hey, hallo. Wir müssen uns unterhalten. Na? Kennen wir uns? Nein, aber ich habe von dir gehört. Ach so. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Ich habe nichts gegen Gefahr, solange die Bezahlung stimmt. Du erhältst den Einstiegslohn, wie alle anderen. Solltest du so nützlich sein, wie du sagst, können wir über eine Erhöhung sprechen. Ah, so. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot.
Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Okay. Sonderlieferung. Sprich mit Jack Cabot. Sind wohl Karawanenhelfer? Ich frag mich, ob ich das Ding hier irgendwie übernehmen kann. Ich fände es eigentlich ganz... Hallo? So. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich finde das nämlich hier cool. Ja, mach du mal. Ich glaube... Oh, wisst ihr was? Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Wisst ihr was? Mir geht... Es gibt eine Person. Hey. In Ordnung. Entschuldigung, Paladin Dance? Was willst du? Hau ab. Es wird wohl Zeit, das Team aufzuteilen. Ich sag es dir ganz offen. Ich finde die Entscheidung dumm. Aber es ist deine. Komm lebendig zurück, Soldat. So, der geht auch ab nach Sanctuary. Mann, Mann, Mann. So, jetzt will ich mal ganz kurz... Jetzt kann ich die auch mal von vorne angucken. Die sieht echt irgendwie geil aus. Also der Helm sieht so cool aus. Ich weiß nicht wieso, aber der gefällt mir gut. Die Schultern weniger. Aber an sich sieht das Ding echt cool aus. Ich frage mich übrigens, wie der mit seiner Rüstung da noch reinpasst. Habe übrigens gesehen, die guckt hinten raus. Deins hat das gefallen. Dem hat das gefallen, dass ich eine Power-Rüstung angezogen habe. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit an, aus, dann ist der irgendwann happy, oder was? Hallo, ich bin Meg. Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Na gut. Klar, ich mach die Tour. Zuerst die Bezahlung. Danke. Der Markt ist da hinten, die Bar an der Ecke und die Toilette ist da an der Wand. Tschüss. Boah, ich glaub's ja nicht. Hallo, die hat uns reingelegt. Aber wie? Aber sowas von kleines Mist gehört. Aber gute Idee, muss man ihr lassen. Die hat uns echt reingelegt, das kleine Gör. Ich mache eine Führung. Da hinten, hier links und tschüss, fertig. Ach, wie geil. Geht das hier eigentlich, hört das hier irgendwann nochmal auf? Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt hochlaufe. Ausgezeichnet. Ah, du erhältst dauerhaft 25% mehr EP für das Überreden von Männern. Ich glaube, das ist nicht unsere Zielgruppe. Um es mal so zu formulieren. Alter, jetzt muss ich hier wieder runter. Okay, aber... Ich glaube, die Power-Rüstung bringe ich aber gleich mal nach Sanctuary, weil ich will eigentlich nicht, dass der Core sich so sehr... Warum bin ich eigentlich so knauserig mit diesen Cores? Ich verstehe es irgendwie immer noch nicht. So, mit der haben wir schon geschwätzt, mit dem auch. Kann ich hier Milch kaufen? Nee. Hier kann ich auch nichts kaufen. Ich glaube, der verkauft mir auch nichts. Ja, Müdigkeit schlägt langsam durch. Aber jetzt ist es doch erst wie spät? 9:30 abends. So. Karawanenhelfer. Okay, ich glaube, wir brauchen mal die Karte. Sichere den Treffpunkt. Ich glaube, das machen wir nochmal mit der Power-Rüstung. Aber ohne den dämlichen Dons. Also ganz ehrlich. Ständig dieses, den Synth solltest du besser nicht mit hierher bringen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die Wahl der Bruderschaft beizutreten so super war. Aber es muss ja nicht alles, auch wenn ich bei denen bin, die, ich meine, um es so blöd es auch klingt, ja, die Missionen bei denen geben XP. Und das ist momentan an der Stelle so ein bisschen das Einzige, was mich wirklich juckt. Ah, das ist ja ein legendärer Supermutant. Vielleicht sollte ich da ein bisschen
Oh. Oh, Moment. Ich bin ja auch in der Super, in der Powerrüstung leider nicht. Wo? Ich sehe nichts. Alter, wo? Ach, da oben. Na, der Schuss war dämlich. Der ging voll gegen die... diese Strebe da. Nein, was mache ich denn? Och, Mann. Die normalen Supermutanten sind aber echt mittlerweile harmlos geworden. So. Auf die 12. Irgendwo ist aber noch einer. Da ganz oben. Oh, komm her. Ich... Ich höre immer hinter mir was. Tatsache. Hier wimmelt es irgendwie vor Supermutanten. Ich weiß nicht wieso. Wo ist er? Wo ist er hin? Medizinischer Flüssigstickstoffspender. Alter, was man hier alles so aufsammelt. Da wäre ich jetzt nie drauf. Na gut, ich bin dafür Juni auch kein Spielentwickler. Also, ich werde da nie drauf kommen. Medizinischer. So, das ist eigentlich mehr hier wie so. Schießbude. Aber den Vollstrecker, da komme ich irgendwie nicht ran. Und eigentlich, wo ist denn der... Was? Hat er gerade gesagt, du kleiner Mistfick? Oder habe ich das wieder nur falsch verstanden? Oder habe ich wieder nur das verstanden, was ich verstehen wollte? Wo ist denn der legendäre Supermutant? Ich will den looten. Ich habe den doch getötet. Der da? Nee, der ist es nicht. Hä, wo ist denn der? Na toll. Ich töte hier legendäre Gegner und die verschwinden einfach. Was soll denn das? Also das ist ja echt eine Schweinerei. No right turn, one way. Oder gehen wir mal hier nach rechts. Och, komm schon da oben, du. Alter, kann der mal aufhören, sich da ständig irgendwo zu verstecken, wo man nicht mehr rankommt? Alter, hält der was aus. Huh. Irgendwie sehr lüstern gerade geguckt, dieser Ghoul. Ich meine, oder? Guckt euch das mal an. So ungefähr guckt er. Und jetzt sag nicht nein. Das hast du auch gesehen. Irgendwie ist diese super tolle Rüstung manchmal sehr unpraktisch, wenn es um schmale Aufgänge geht. Warum laufe ich eigentlich hier oben rum? Ich wollte doch... wo? Wer? Hier? Hä? Hä? Was? Ah.
Nein! Alter! Was? Wo kommt denn dieser Ghoul auf einmal her? Wo kam der denn her? So, ich verstecke mich mal hier kurz. Die sehen mich ja Gott sei Dank nicht. So, Volltreffer. Wir sind gleich schon Level 81. Das geht ja jetzt richtig ratzfatz hier. Was ist denn da? Alter, wo? Wo? Hallo? Das war ein Volltreffer. Genauso wie der. Och, komm schon. Warum habe ich eigentlich keine Granaten mehr? So. Granaten wollte ich doch haben.